So, pünktlich zum Morgen fängt es natürlich wieder an zu regnen, ist ja klar. So, da laufen noch Zombies durch die Gegend. Ja, ich würde sagen, wir starten. Ich glaube, wir wollen mal von hier unten direkt. Ich hatte ja gesagt, wir wollen da eigentlich erstmal ein bisschen Baui-Baui machen. So, da wird es immer noch grün, das ist in Ordnung. Ist die Frage, machen, was für Säulen wir hier machen? Jetzt erstmal, ob wir das Viech denn erstmal erledigt kriegen. Siehst du uns nicht? Wir sind ein Schatten. Bleib stehen, danke. Weißt du? Jawohl. Das ist übrigens mein Tier. Schön, dass es leckt. Lass mein Tier in Ruhe hier. Nein. Nein. Dreck. Unglaublich. So. Alles meins. Alles mein Tier. Gehört alles mir. Die Knochen gehören mir, das Leder gehört mir, das Tierfett gehört mir, das Fleisch gehört mir. Alles meins. Wagt es nicht mehr, was wegzunehmen. Oh ne, da ist auch noch ein Biker dabei. Oh ne, Biker sei schon hier, ein Skater. So, okay, super. Machen wir mal hier weiter. Ich würde sagen, wir machen tatsächlich Säulen hin. Säulen. Dafür brauchen wir Platten. Platten, Platten, Platten. Haben wir hier nicht irgendwo was Plattiges? Oh ja, schön. Dann haben wir, was, schäbige Wand? Oh, ja gut, ich mach euch weg, wenn ihr es nicht wollt. Meine Güte, wie kann man nur so aufdringlich sein? Ups. Ja, so. So wird das nix, Nordisch. So wird das nix. Auch wenn er jetzt tot ist. So. So, bleiben wir gleich liegen. Dreckiges Vieh. So. Ja, wir brauchen einmal Platten. Platten, Platten. Nehmen wir gleich die Plattenlaufsteg. Die Plattenlaufsteg wollen wir nicht, ne? Das sind die etwas breiteren. Ne, das wollen wir nicht. Das wollen wir nicht. Warte mal, ich suche mal einfach. Warum suchen wir nicht einfach nach Platten? Platten. Platten. Platten, Platten, Plattenlaufsteg wollen wir nicht. Das brauchen wir auch nicht. Irgendwie nichts für mich so dabei, was mich antören würde hier gerade. Plattenhaar, was? Plattentheke? Plattentheke. Ja gut, dann müssen wir die nehmen, wie es aussieht. Da müssen wir die doch nehmen. Nehmen wir die. Nehmen wir die. Ist okay. So. Einmal. Einmal grob abstecken. Drei hatte ich jetzt, ne? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. So. 3. 3. Also, da könnte man das machen. Das ist doch schon recht hoch, die Platten, ne? Das sieht schon echt. Weiß nicht, ob sie das mal, ob sie das geändert haben, weil die kommen mir so hoch vor irgendwie. Aber ich habe auch sonst nichts. Ich will mal eine Sache kurz ausprobieren. Es gibt nämlich dann diese Plattenverkleidung. Platte mittig. Platte. Und die sind doch... Guck mal, die sind wieder ein bisschen... Das ist schon ein bisschen weniger. Das ist ein bisschen weniger. Aber es gibt noch kleinere Platten. Warte. Also noch flachere. Da gibt es doch noch diese Verkleidungen. Zum Beispiel hier Plattenverkleidungen. Aber die sind genauso hoch. Okay, alles klar. Genauso hoch. Die sind genauso hoch. Naja, nee, eigentlich nicht. Guck mal, die sind ein bisschen schmaler, sind die. Warum auch immer. Muss ich das verstehen? Nein, muss ich nicht. So, einmal ganz fix. Doppelplatte. Ja gut, das bringt uns aber nichts. Das ist ja nicht das, was wir wollen. Äh.
Okay, na gut, das machen wir jetzt mal. So, die kopieren wir einmal. So. Macht er nicht? Scheiße. Ah, das macht er nicht. Das macht er nicht. Das macht er nicht. Macht er nicht. Und die mich nicht einfach so setzen kann, das riecht mich gerade ein bisschen auf. So. Da nicht rüber können. Ich mach mich gerade ein bisschen wuschig. So, der machen wir es halt so. Zack, 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 zack. So, der kann weg, 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 der kann weg. Nein! Ah. Er sollte nicht weg. Genau der sollte nicht weg. Eins, zwei, drei, vier. Nein. Zwei, drei, vier. Zwei. So. Wir brauchen noch ein bisschen Holz. Holz, Holz, Holz. Wir holen uns erstmal die. Und ein bisschen Stein. Reparieren kann ich die jetzt nicht, weil uns ein Stein fehlt. Was? Naja, ich habe alles an Stein weggebratzt. So, zack, reparieren. Na, mit dieses Rumgelegge. Goldenart. Wer hat das befohlen? Aber wird das schon wieder duster? Wird das, regnet das schon wieder? Oh. Man kann es auch übertreiben. Mal ein bisschen weniger, mal ein, zwei Tage, mal gar keinen Regen. Dann kann es zwischendurch ja gerne mal ein bisschen mehr regnen oder auch länger regnen. Aber nicht, oh, ständig dieser Regen. Also wird man ja depressiv bei. Ich bin das gar nicht mehr gewohnt, auch nicht aus dem Real Life. Regen, was ist das? Bisschen Holz müssen, damit wir schon mal die Platten aufwerten können. Oh, dauert doch alles zu lang. Und den Baum nehmen wir noch mit. Den Baum nehmen wir noch mit. Wir sind ja schon wieder am Hungern und Verdursten. Das Glück gehabt. Eigentlich wollen wir noch zum Händler heute, ne? Oh. Da haben wir schon ein paar Sachen extra ins Inventar gepackt. Gucken, ob wir das schaffen. So, einmal aufwerten. Ich denke mal, das wird so für die ersten ein, zwei Horden sollte es reichen. Kopieren wir uns die Ypsa. Mal raus. Ja, war klar. Es war wieder zu. Ich dachte, das könnte vielleicht doch noch passen jetzt gerade, aber nein. Natürlich nicht. Okay, dann machen wir es halt so. So. Ich weiß nicht, wie hoch wird da sein. Achso, wir müssen jetzt sowieso so hoch. Ein Stück höher. Okay. So. Machen wir das jetzt einfach so? Ich glaube ja, ne? Also, ich denke schon. Klar.
Einmal hoch, einmal hoch, einmal hoch, einmal hoch. Zack, noch einmal hoch. Zack, 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 zack. Hoch, 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 hoch. So, guck mal, dann haben wir nämlich hier schon mal so einen kleinen Steg. Wobei ich mich frage, ob wir nicht hier die Säulen auch mal komplett aufwerten. Aber ich glaube, das ist eigentlich relativ wurscht. Relativ wurscht. So, so könnte man das zumindest mal ansatz. Oh, ah ja, okay. Ich habe nur gerade ein bisschen verwirrt geguckt, warum fällt das nicht zusammen. Aber ja, klar, wir haben ja da extra unsere Finger gesetzt. So, die sollten wir auf jeden Fall noch mit aufwerten. Auch der andere Kram wird noch aufgewertet, aber warum weiß man ein bisschen Holz für? Aber zum Händler wollte ich auf jeden Fall noch mal hin. Und Quests müssen wir machen. So, guck mal. Das ist, ich denke mal, so wird das erstmal für die erste Horde, für die allererste Horde wird das mal reichen. Wenn wir das vielleicht ein bisschen ausbauen, eben halt nochmal ein paar Platten links und rechts, damit wir eben halt noch ein paar damit wir noch ein bisschen Dings haben. Stabilität. Mach doch mal jetzt, danke. 1, 2, 3, 4. Dann zum Beispiel die noch ein bisschen breiter machen, so bis hier. Bis hier. 1, 2, 3, 4. 3, 4. 4, so. Ja, natürlich keine Platten mehr. Das ist unser Zeichen, wir müssen mal zum Händler. Unser Händler ist da hinten. Händler Wrecked. Wie viel Geld haben wir überhaupt? 3,38, das ist nicht so wirklich viel. Aber vielleicht reicht das, um uns ein bisschen was zu essen zu kaufen. Zu trinken. Das ist nämlich auch sehr mau. Ein bisschen looten wollten wir auch noch auf dem Weg dahin. Steine, 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 Steine. So. Ich meine, ich hatte zur Not hätte ich noch eine Pille zu Hause. Also so ein so Medizintablette, damit ich dann mich sonst wieder heilen kann. Also ich meine, wir können uns sonst noch ein bisschen Wasser reindrücken, schmutziges Wasser. Müssen wir es halt darauf ankommen lassen. Aber lass uns erstmal zum Händler gucken. Erstmal mal sehen, vielleicht hat er ja was. Noch ein Baden was verkaufen. Vielleicht finden wir auch unterwegs noch was, was wir gut verkaufen können. Bogenteile besser nicht. Weil die brauchen wir sicherlich nochmal hier und da. Oh, sehr schön. Oh, Schmiede. Sehr gut. Schmiede freigeschaltet. Sehr gut. Wo will ich das sehen? Schmiede freigeschaltet, das ist gut. Auch schöne Gebäude hier, ne? So kleine Apartmenthäuser. Ausgebrannt, da kriegen wir nichts. Ah, dieses Stamina, das macht mich wahnsinnig. Das macht mich einfach nur wahnsinnig. Teile können wir sonst auch noch mit zur Not verkaufen. Teile brauchen wir erst später eigentlich. Ah, das ist gut. Zieht hier eigentlich auch irgendwas? Jeder, dass da gleich noch Wasser rausspritzt, das würde ich lustig finden. Wäre aber interessant für eine Wasserquelle. Wir sind ja auch nicht bei GTA, ne? Müssen wir nochmal dazu sagen. So. Stamina, mein Freund, Stamina. Ich hätte auch mal wieder Lust auf so eine richtig schöne, fette Bergbasis, ne? Aber nicht in dieser Staffel. Das werden wir nicht schaffen. Oh, warte mal, guck mal, ist das nicht dieses Klohäuschen? Ja, guck mal, das ist doch dieses Klohäuschen, wo wir auch mal wo wir auch mal gebaut hatten. Ne? Oh nein! Einfach mal hoffen, dass der Köter uns nicht findet. Scheiße, er findet uns. Dreckiger Köter. Ja,
So, das hast du noch von der Frage gesehen, du. Ich hasse Köder. Also, hier im Spiel. Ach ja, komm, lass mich in Ruhe. Geh weg. Ich will nicht mit dir spielen. Was da? Ich wollte gerade sagen, was liegt da denn noch für ein Säckel? Immer so ein beschwerlicher Weg, ne? Und ich werde auch definitiv, wenn ich mir was baue, dann werde ich auch hier in der Gegend irgendwo was bauen. Also ich werde jetzt hier nicht irgendwo so ab vom Schuss bauen, aber ich hatte ja auch nichts in der Umgebung. Sonst hätte ich auch hier in der Nähe schon irgendwas genommen. Aber das waren hier nur irgendwelche komischen Holzgebäude, da habe ich nur auch keinen Bock zu. So. Oh. Endlich beim Händler. Hoffentlich hat er was zu futtern. So, Trade-Direct. Trade-Direct. So, das verkaufe ich mal. Das verkaufe ich. Das verkaufe ich. Das verkaufe ich. Die verkaufe ich. Das kommt weg. Das kommt weg. Das kommt weg. Ach, guck mal, hier hatte ich sogar noch eine Tablette. Sehr gut. Hatte ich nicht noch mehr zum Verkaufen? Kosten 5. Könnte ich noch vielleicht ein paar verkaufen? Wie verkaufe ich noch? Leder. Ja, komm. Raus damit. Raus damit. Plastik, da kriegen wir nicht wirklich viel für. Das ist alles sehr übersichtlich, ne? Bücher. Savank. So, da haben wir das noch. Jetzt frage ich mich, warte mal, ich muss mal gerade mal gucken, wie viele Bücher ich schon habe. Ja, halt doch mal einen Rand jetzt. So, Robotik, Nahrung. Stufe 1 Grillfleisch. 2 Bücher bräuchten wir. 5, 6 bräuchten wir. Dann könnten wir zumindest Bacon Eggs machen. Das wäre schon mal ganz nice. Also ich glaube, 2 Bücher da kaufen, wenn wir uns das leisten können. 2 Bücher. 2 Bücher kosten 600. Oh, das müssen wir machen. 570. Sharpsticks. Hunters. Bessere Bögen. Einen können wir uns noch kaufen. Oder wir holen uns was zu essen. Lammration. Dose Nudeln. Lammration 15. 15. Dose Tuna. Das bringt uns nichts. Wildbret. 50. Kostet aber auch 83. Haben wir nicht. Kochgrill. 75 haben wir nicht. Wasser zweimal. Holen uns zweimal Wasser. Nützt nix. So. Gegrilltes Fleisch und roter Tee freigeschaltet. Ja gut, aber das war's. War's das tatsächlich schon? Naja gut, ich meine, wir werden uns jetzt eh nicht mehr kaufen können. Ne? Von daher wäre es egal. Naja, fehlt uns tatsächlich noch. Ah, nee, scheiße. Brauchen wir doch noch mehr. 1, 2, 3. Wir brauchen wahrscheinlich noch 3. Ah, nee, 2 Bücher. Wir brauchen noch 2 Bücher. Kriegen wir noch eine Quest hin? Abholen, abholen, abholen. Abholen, wir machen mal abholen. Abholen haben wir vielleicht noch die Chance, dass wir da relativ fix fertig werden. Weil ich will da nur abholen. Ich will keine Zombies töten. Oder wenig. Eine Tür hier. Muss eigentlich zu allen Seiten müssen die Türen sein. Hier ist eine Tür. Sehr schön. Meistens hier übrigens auch. Weißt du? Ah! Jawohl. So, ja, also Quests müssen wir machen, auf jeden Fall. Quests und natürlich sammeln alles Mögliche. So. Oh ne, nicht da hinten. Das ist da hinten drin. Ebenerdig. Könnte sein.
Lalalalala. Mal gucken, vielleicht kriegen wir das wieder von außen. 4 Meter da, 4 Meter. 3 Meter, 2 Meter. Aber wird schon wieder duster oder was? Achso. Ja, neblig. Okay. Weil abholen, das ist eigentlich immer, das mache ich immer ganz am Anfang eigentlich immer am liebsten, weil das musst du eben halt nur abholen. Wenn du eben nicht so viel Munition hast, nicht so viel Skill hast, dann kannst du auf die Art und Weise dann doch relativ einfach dein Quest abschließen und dann kriegst du relativ zügig dann auch Punkte oder Geld oder was weiß ich, was du an Belohnung nachher kriegst. Das ist schon recht nice. Och Mensch, und gehen wir noch nicht auf den Pinsel. Ah, natürlich keine Stamina, was erwarte ich auch. Ach, da kommt der nächste. Och Mann, lass mich nur mal ruhig. Ich habe keine Zeit für so eine Späße. Oh. Kommen dann gleich natürlich mehrere. Jawohl. Puh, kurz mal Stamina sammeln und dann die anderen beiden Nasen müssen wir noch wegkriegen, weil sonst haben wir da hinten wieder keine Ruhe. Ach komm, ich versuch's mal. Schnell rankloppen. So, siehst du? Dann haben wir die Kiste ab zum Händler. Guck mal, wie schnell das geht. Dann machen wir vielleicht gleich noch die andere abholen. Ich weiß nicht, ob wir das zeitmäßig schaffen. Na komm, beweg dich, beweg dich, beweg dich. Du bist dehydriert, das weiß ich. Das weiß ich. Das weiß ich. Achso, was essen können wir eigentlich auch mal. Ach, wir sind noch dehydriert, wir haben was gekauft hier. Benutzen. Ja, wir müssen erstmal alles an Wasser mal wieder reinhämmern. Nutzt ja nix. Scheiße. Ah. Dann mal schnell die Quest abgeben. Vielleicht schaffen wir noch eine zweite. So. Was haben wir denn? Klebeband, Waffentaschenlampe, bla bla. Ich würde sagen, Munition nehmen wir mit. Das ist immer sehr gut. Inventar will ich nicht sehen, aber weitere Aufgaben. Abholen 171 Meter. Dann machen wir das. Zack. Wir hoffen, dass es nicht im Obergeschoss ist. Das ist immer ein bisschen ungünstig dann. Es ist da. Okay. Baum. Ein Fertigkeitspunkt. Sehr geil. Haltbarkeit. Okay. Ganz kurz mal schauen. Nee, da wollte ich gar nicht hin. Glücklicher Sammler. Und dann wollten wir eigentlich auch noch mal gucken. Krügel Peter. Heilfaktor, das haben wir auch noch nicht so wirklich. Dann läuft schon wieder ein Zombie. Ah, du bist doch. So, Parcours, tiefe Wunden. 10% mehr Schaden. Blutende Wunde zu kräftig. Blablabla. Ja, komm. Ach, hier hängt der nächste. Ich werde wahnsinnig. So. Ja, leck ruhig ein bisschen. Macht nichts. Ist alles gut. Ah, da kommt die nächste Schlange. Sag mal, was ist denn hier schon wieder los, ey? Was ist denn hier schon wieder los? Haben wir eigentlich noch Knochen dabei? Ja. So. Gucken wir nochmal hier ganz schnell. Oh, hier sind noch so eine Bücherkisten. Ja, oder auch nicht. Hier haben wir ihn schon abgelootet. Oh nein. Schloss. Oh, Cracky Books sind da drin. Okay. Das wäre natürlich wieder interessant. Ist hier jemand drin?
Wow. Ist hier jemand drin? Ja. Oh, Leute, gib mir noch einen hier auf den Pinsel. Kommen wir zu nichts, ne? Schon wieder 18.30 Uhr. Später, wenn wir ein bisschen mehr Munition haben. Ach, Leute. Wenn wir ein bisschen mehr Munition haben, ein bisschen mehr Waffenskill haben, dann können wir nämlich nachher auch, können wir eben halt aus Aufräumen sowas alles machen. So. Schaffen wir das noch? 19 Uhr, hm? Boah. Okay, da ist jetzt gespawnt. Wo haben wir es denn? Da hinten irgendwo? Lass uns mal einmal ums Eck gehen. Irgendwo hier. So. Einmal eine Etage runter. Oh, hier ist garantiert ein Köder, ne? Ach, da ist das. Jetzt sehe ich das erst, dass dahinter das ist. Komm mal hier hoch, danke. Tschüss. So, Abflug. Ja, also wie gesagt, später können wir gerne solche Quests natürlich machen, wenn wir ein bisschen mehr Schlagkraft haben, dass wir die Zombies dann auch, also wenn wir eine Pumpgun haben oder vielleicht ein bisschen mehr Munition oder die passenderen Waffen, dann kann man dann eben halt auch mal irgendwelche Aufräumaktionen starten oder kill alle Zombies oder sowas. Weil da brauchen wir ja auch ein bisschen Zeit für, da müssen wir ein bisschen Zeitmanagement betreiben. Das können wir dann eben nur machen, indem wir halt so ein bisschen mehr Wumms haben. So, zack. Was hast du denn? Holzsplitter-Mod interessiert mich. Isolierrohrbombe, Schießpulver. Ich würde mal sagen, wir nehmen die Holzsplitter-Mod. Die ist dann zumindest für die Axt ganz gut. Nehmen wir ein bisschen mehr raus. So, kann man dann Inventar sehen? Du hast noch ein bisschen was zu essen. Kochtopf, Kochgrill, 5,70. Kaffee, Lamm. Ja, gut, das bringt mir nichts. Aber vielleicht mal Bücher. 2,85. Was ist ja nur noch eins? Scheiße. Rufen. Ah, Sharpsticks. Sharpsticks. Weekly Sharpsticks. Können wir auch eins kaufen? Okay, machen wir das. Ka-ching! So, die müssen da raus. Ja, sind schon wieder knapp. Das wird schon wieder knapp, mein Freund. Da kommen wir wieder nicht raus. Gehen wir halt wieder raus. Abflug. Einmal lernen, einmal lernen. Steinspeer Stufe 2. Steinspeer werden wir auch nochmal ausprobieren. Meine, der Speer ist mittlerweile gar nicht so schlecht, ne? Also ich glaube, davon werde ich mir auch noch mal einen basteln. So, nach Hause, eine Stunde Zeit. Haben wir noch ein bisschen Ressourcen, ein bisschen Stein. Ein bisschen Stein haben wir, ein bisschen Holz können wir noch brauchen. Ach, ein bisschen Holz haben wir. Okay, alles klar, gut. Und von der Mauer her ist das ja auch nicht verkehrt hier. Das würde mich auch reizen, aber naja. Ist dann eben halt auch nur die Mauer, die wirklich gut ist. Der Rest ist eher so, nee. Hybrid Energy. Haben wir da nicht auch schon mal drin? Hybrid Energy? Kommt mir das bekannt vor. Oh, guck mal hier. Oh, guck mal, das sind ja schlafende Hunde. Ich hab die noch nie schlafen sehen. Okay, cool.
Nicht, dass ich, ne, also, ich habe keinen Bock auf Hunde, aber ich habe noch nie schlafende Hunde gesehen. Finde ich ja irgendwie putzig. Schlafen sehen sie immer besser aus. Wie kleine Engel. Todesengel, aber wie kleine Engel. So. Naja. Gut, nächsten Tag haben wir Hordentag. Das heißt, ich denke mal, die Hordenfolgen werden insgesamt auch immer ein bisschen länger ausfallen, weil normalerweise spiele ich ja die Nacht nicht unbedingt, es sei denn, ich habe jetzt konstruktiv was zu tun. Ist ja meistens nicht der Fall. Oh, sehr gut. Oh, das war knapp. Da siehst du mal, da haben wir schon mal ein bisschen was geschaut. Aber siehst ja, wie schnell die Zeit rumgeht. Ne? Da hast du halt 2, 3 Zombies. Und da haben wir eben halt auch nicht groß die Zeit, da mit Zombies noch rumzuspielen. Das ist schon ein bisschen schwierig. Okay, perfekt. Aber wir haben es geschafft. Knapp, aber wir haben es geschafft. 2 Quests haben wir gemacht, 2 Belohnungen haben wir gezogen. Das ist doch schon mal gar nicht so verkehrt. Aber 2 Belohnungen. Ich kann ja mal schauen. Ich hatte da schon zwar eine Mod drauf, aber es macht ja an sich kein... Obwohl, passen da 2 rauf? Oh ja, passen sogar 2 rauf. Perfekt. Sehr schön. Einmal reparieren bitte schon. Dann kann man nämlich da noch ein bisschen mehr... ein bisschen Holz raus aus dem Dingskirchen. So, einmal zack. Und einmal zack. Das kommt auch mit rein. Das müssen wir nochmal abkochen hier. Fleisch haben wir da. Bringt nur gerade wenig. Pilze, Pilzsporen. Und Pilze könnten wir halt nochmal anpflanzen. Ne? Das ist das Einzige, was wir machen können hier. Pilzsporen. Na, sag ich ja, das sieht schon ein bisschen... Naja. Gut, haben wir ein paar Pilze. Sieht ein bisschen merkwürdig aus. So, ein bisschen davon. Ja, ein bisschen Holz haben wir da. Davon können wir sonst mal die Hälfte nehmen und die mal zerlegen. Da haben wir noch ein bisschen mehr Holz. Können wir nämlich dann zumindest schon mal unsere Rampen so ein bisschen... Das hier so ein bisschen aufwerten. Können wir in der Nacht wenigstens ein bisschen was machen. Ich glaube, mehr als Holz werde ich da auch nicht investieren fürs Erste. Hauptsache ist, dass die Säulen als solches, dass die unten abgesichert sind. So für die ersten 2, 3 Blöcke oder sowas, für die ersten 2, 3 Ebenen. Haben wir da erstmal, sind wir da erstmal ein bisschen safe. Dann brauchen wir sowieso den nächsten Tag auf jeden Fall noch Holz, damit wir dann eben Spikes noch craften können. 19 Stück haben wir gerade bis jetzt. Also nicht gerade so der Brüller. Und ja, gut, dann würde ich sagen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen, fürs Dabeisein. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge 7 Days to Die wieder Tag 7, werden wir dann die erste Horde spielen. Na, also seid gespannt, ich bin's auf jeden Fall. Also bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bis dann. Tschüss.